Hallo miteinander. Es kommt die Grillsaison. Heute das erste Grillrezept von diesem Jahr. Wir machen Spare Ribs. Und zwar haben wir zwei verschiedene. Einmal vom Kalb, einmal vom Schwein. Wenn ihr Spare Ribs kauft und unser Rezept nachkochen wollt, schaut unbedingt, dass ihr unmarinierte habt. Die kommen beim Metzger über. Oder von Luma Delikatessen. Schweizer Online-Metzgerei, ganz lässige Sache. Die liefern das gerade heimliefern, super Fleischqualität. Und wir lassen jetzt gerade los. Wir machen zwei Varianten. Und zwar die erste, die tun wir in Alufolie, dann bei Niedertemperatur zuerst in Backofen, dass eine Art über ca. 3 Stunden vorgegart wird. Und dann geben wir eine Art nur noch Kruste auf dem Grill. Die andere Variante tun wir auch in Alufolie, ein marinieren voraus. Und dann einfach bei ganz wenig Temperatur, etwa eine Stunde, eineinhalb auf dem Grill. Für die Marinade habe ich ein bisschen Öl, Pfeffer, Zucker und Rosmarin gemischt. Zucker, dass es nachher eine schöne Kruste gibt. Zucker sollte ein bisschen karamellisieren. Und dann lassen wir jetzt noch 5-6 Minuten stehen auf der Seite. In dieser Zeit haben wir gerade einen Haufen Zeit, um Spare Ribs vorzubereiten. Und zwar brauchen wir das. Gute, altbewährte Alufolie. Da legen wir jetzt Fleisch drauf. Gebt diese feine Marinade drauf. Nicht zu wenig. Nein, ja nicht. Schmeckt nämlich hervorragend. Das ist der frische Rosmarin. Mm. Den wir schön da ein bisschen einreiben damit. Dann andere Seite den Rest drauf. Wenn ihr wissen wollt, von welchen Lebensmitteln ihr wie viel braucht, einfach das Rezeptblatt abladen und einkaufen. Und dann könnt ihr loslassen. Auf den club.ch. Sehr schön gesagt, Sandro. Very sehr nice. Schön gesagt. Dann Backofen auf 90 Grad vorheizen. Spare Ribs kräftig salzen von beiden Seiten. Rosmarin wieder drauf. Der muss natürlich unbedingt mit dabei sein. Super schliessen. Das ist eine ganz lässige Sache, oder? Mhm. Gut. Dann ab im Backofen damit. Und zwar für Sandro. 3 Stunden. Very nice. Ist das gut? Ja. So. Gut Ding will Weile haben. Genau, du sagst es. Schweinerippchen habe ich ein bisschen abgetupft mit Haushaltspapier. Und jetzt, Sandro, schau mal, Küchengeist. Vom voll Peter, geil. Er hat uns angeschrieben, der macht das selber. Das ist eine Würzmischung. Er hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir mal etwas mit dem würden machen, was Lust haben zum Ausprobieren. Da habe ich zuerst gedacht, nicht so Fan von Gewürzmischungen, ehrlich gesagt. Er hat uns dann gleich ein Döschen geschickt und ich muss sagen, Peter, well done. Wirklich richtig geil. Wenn das auch ausprobieren wollt, wir tun euch den Link in die Beschreibung. Ja, das Geile ist, du kannst sie auch nicht nur für Fleisch brauchen, oder? Auf jeden Fall, ja, klar. Was man noch sagen kann zum Fleisch, das ist von Pata Negra Sal, das ist eine spanische Schweinerasse, die mit Eicheln gefüttert wird, Sandro. Sehr gut. Da gibt es ganz einen nussigen Geschmack. Das haben wir gern. Also auf das freue ich mich ganz besonders. Und jetzt, da kommt so direkt auf den Grill. Wir tun die gleiche Alufolie, obwohl es auf den Grill kommt, dass die Flüssigkeit, die im Fleisch drin ist, die bleibt noch in der Alufolie und dann tut sich langsam vor sich hergaren und sollte dadurch schön saftig bleiben. Ich gebe noch mal eine zweite Alufolie drüber, dass sie sicher super verschlossen ist. Und dann gehen grillieren. Yes! So, Sandro, Sonnenbrille ist montiert. Jetzt lassen wir den Grill laufen. Very nice. Jetzt nur die eine Seite vom Grill eingestellt. Und zwar gehe ich jetzt hier auf die kleinste Stufe runter und lege das Fleisch auf die andere Seite. Dass wir hier hinten die Hitze haben und hier hinten kann es jetzt langsam vor sich hergaren. Indirekte Hitze. Indirekte Hitze, genau. Sandro, sag mal. Lecker Bierchen. Ja. Und zwar haben wir uns beraten lassen, respektive du, oder?
Genau, und zwar bin ich in der Drinks of the World Filiale in Oerlikon. Die haben mir das empfohlen. Super Zürich? Bier. Ja, natürlich. Ja, ist echt fein, da hat es ausgebildete Biersommeliers und hat gesagt, ey, das Barrips ist ein super Rezept, jetzt braucht ihr nur das richtige Bier. Gute Beratung bekommen. Und ich glaube, das haben wir jetzt gefunden. Ist geil, ja. Geil? Fein. Ja. Dunkles Bier mit Charakter. Und der ist die nördlichste Brauerei, gell? Von der Welt. Von der Welt. Süd, 60 km südlich vom Polarkreis. Ja, die können etwas. Nicht schlecht. Cheers miteinander. Cheers. Dann ab und zu drehen wir das schöne Teil ein bisschen drehen. So. Wir knapp 150 Grad. Jetzt um dem schönen Stückchen Fleisch Farbe geben, haue ich hier die Temperatur auf. Und dann packen wir das Teil mal aus, oder? Was meinst du? Let's do it. Die Alufolie kommt runter. Das schmeckt du. Geil. Du mir. Wow. Schau das an. So. So den Saft ein bisschen abtropfen lassen. So. Und dann hier. Ein bisschen tsch-tsch. Das Ganze fährt mal ein bisschen schön drehen hier. Dass von beiden Seiten ein bisschen Farbe bekommt. Mit der wunderschönen Kruste. He? Hammer. Und duftet. He. Weg zu mir. So, nochmal drehen. Und lass mal die Kruste nach. Unglaublich. He. So. So, Sandro. Look das an, hey. Not too bad, hä? Sieht unglaublich geil aus. Cool. Jetzt tun wir hier schön zwischen den Knochen durchschneiden. Wow. Scheiss. Hammer, hä? Sieht super aus. Wenn man es richtig schmeckt fein, hä? Mehr als fein. Weißt du, das Geile da ist? Das ist erst die erste Variante. Die zwei Kunden noch. So. Und dann, Sandro, cheers. Das Leben geniessen. Scheiße. Butterzart. Gut gemacht, hä? Super gemacht. Cheers. Jetzt geniessen wir es und dann holen wir uns die zweite. Da gibt es die zweite Portion. Portion. Das erste Rip haben wir verspeisen. So jetzt geht es das zweite. Ei. So, jetzt. Raggi zaggi. Grill ist bereits heiß, wieder nur eine Seite, weil das Fleisch nicht grösser ist. Jetzt packen wir das gute Stück aus. Oh, 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 Sandra, schau mal das an. Du. Das Träumchen. Yes. Oh, jetzt braucht nur noch Kruste. Der braucht nur noch Kruste. Den Rosmarin den nehmen wir weg. Der verbrennt es jetzt nämlich nur. So. Auf damit. Wunderschön. Ab und zu schön drehen. Das ist nicht mehr schwierig, Sandro, hä? So schön. Noch ein bisschen Kruste geben. Natürlich. Wow. Wunderschön, hä? Wow, Sandro, hä? Ciao, Basse. Ciao, Basse. Du sagst es eben. Ich bin noch ein bisschen Salz dran. Die anderen haben fast ein bisschen knapp gehabt. Das ist jetzt die zweite Variante. Ich hoffe, die ist gleich bei der ersten. Oh ja, geil. Und das Kalb, aber noch etwas ganz anderes. Ich bin gespannt. Kochen es noch, probiert das aus, lohnt sich richtig. Und schreibt uns doch, wenn ihr auch Tipps habt, wie man die besten Spare Ribs macht. Wir sind gespannt drauf und freuen uns, wenn ihr selbst noch zuschaut. Bis dann, viel Spaß beim Nachkochen. Ciao miteinander. Ciao zusammen.